Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben mal wieder eine exklusive Umfrage mithilfe des Meinungsforschers INSA gestartet. Das wird ein Leitartikel in unserem Politikmagazin PI Politik Spezial, dessen neueste Ausgabe, die fünfte im laufenden Jahr, jetzt am Freitag an die Abonnenten verschickt wird. Wir haben also einen Leitartikel und ich will Ihnen deswegen auch nicht so viel verraten. Die Abonnenten zahlen ja dafür, aber wir haben eine brisante Zahl oder zwei, die ich Ihnen wirklich nicht vorenthalten will. Wir hatten gefragt oder besser gesagt eine Aussage zur Abstimmung, zur Beurteilung vorlegen lassen bei 2055 Teilnehmern ab 18 Jahren bundesweit, also im ganzen Land. Und die Aussage lautete, ich zitiere das, ich traue es den im Bundestag vertretenen Parteien zu, die großen Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, zu bewältigen. Und dieser Aussage haben lediglich 28% der Deutschen zugestimmt, also nicht einmal jeder Dritte. Und wenn man sich die Gegenseite der Medaille anschaut, dann haben nicht weniger als 65%, also praktisch zwei Drittel der befragten Deutschen, entweder gesagt, ich stimme dieser Aussage nicht zu, oder sie haben gesagt, ich weiß es nicht. Das sind also bei zwei von drei Deutschen Zweifel, teilweise erhebliche Zweifel, dass wir im Bundestag zukunftsfähige Parteien sitzen haben. Mehr am Montag in unserem ausführlichen Werbevideo, wenn ich die neueste Ausgabe des Politikmagazins wieder vorstelle.